Hallo Freunde, ich bin Onwolf und willkommen bei WoT Tank Academy. Heute will ich ganz grob drei Sachen euch mal erklären und beziehungsweise vielleicht kennt jeder schon, was ich heute zu sagen habe. Vielleicht wisst einer oder andere, ja, ich habe das gewusst, aber vielleicht wird euch es trotzdem interessant und für die manche von euch werde ich was vielleicht Neues sagen. Die erste Sache, was ich euch sagen will, die Goldmoney. Manche verwenden überhaupt kein Goldmunition und wenn, dann haben die Angst, dass jemand die als Goldnot bezeichnet. Guckt, reagiert nicht drauf, weil das sind nur diejenigen, die entweder selber Goldmunition benutzen, und zwar nur Goldmunition, oder wirklich diejenigen, die einfach nicht begriffen haben, wofür die Goldmunition da ist. Ein Beispiel. Früher war es so, dass Goldmunition nur diejenigen verwenden könnten, die das Geld in den Spiel reingesteckt haben. Wargaming hat nachgedacht und hat gesagt, nee, wir machen es so, dass in diesem Spiel Gleichberechtigung da ist. Also nicht nur diejenigen, die Geld reinstecken, haben mehr Chance zu siegen, weil sie könnten dann Goldmunition benutzen, sondern alle Spieler sollten eine Chance bekommen, dieses Goldmunition zu benutzen. Die haben ja nicht umsonst die Goldmoney für Silber gemacht. Nicht damit wir dann die kaufen und dann drauf gucken und sagen, ja schön, ich fahre gerade 10 Goldmunition dabei. Haha. Und jetzt? Sondern die sind dafür da, um schwierige Probleme zu lösen. Kleiner Beispiel. KV1S. Hat ziemlich gute Durchschlagskraft, sage ich nichts, und hat auch ziemlich gute Durchschlagskraft bei Panzerbrecher. Aber sagen wir so, wenn KV-1S gegen T-32er eintritt und T-32er seine Schwachstellen versteckt, was dann? Von der Seite kommen, bitteschön, aber musst ihr aufpassen, sein Team schläft nicht und ihr werdet zerbombt. Da kommen die Goldmoney ins Spiel. Ihr könnt zum Beispiel versuchen, da wo er rausguckt, einfach in den Turm zu feuern. Oder in seinen oberen Schwachstelle in den Kommandantenlücken. Zum Beispiel bei T-34er, ja, gibt es hier Schwachstellen und hier oben. Was ist, wenn ich so zu euch stehe und hier unten alles versteckt ist? Hier unten. Mit dem Panzerbrecher ist es ziemlich schwer, hier einen Schaden einzurichten. Hier. Weil da kommt Abpraller, plus ich bewege mich da. Ich habe mal gegen T-34 gekämpft, der wirklich so versteckt war. Ich war so sauer, ich habe ihm hier unten angefangen mit Goldmunition zu schießen. Erstens, ich habe ihm den Turm zerbombt. Und zweitens, der konnte nicht mehr den Turm bewegen. Ich habe angefangen hier mit Goldmunition reinzuschießen. Dann hier, überall. Einfach oben. Goldmunition geht bei dem durch. Egal was ihr sagt, wir haben Durchschlagskraft mit Goldmunition 371 Maximum und 223 mittleren. Wir haben den Turm, Turmpanzerung vorne 200. Wenn das Maximum durchkommt, rettet ihm die Maske nicht mehr. Ja, und deswegen ist Goldmunition da. Und wenn ihr es benutzt, habt ihr mehr Spaß am Spiel. Ich sag's ja nicht, ihr sollt jetzt nur mit Gold schießen. Um Gottes Willen. Aber wenn ihr in so Schwierigkeiten gerät,
wie ich euch jetzt erklärt habe, wenn zum Beispiel ein sehr harter Panzer vor euch steht, zum Beispiel J75 zum Beispiel, ja, also bei dem durchzukommen, das ist ein Panzer der Extraklasse. Aber mit Gold funktioniert. Oder die Maus oder J100er, je nachdem. So, jetzt zweite Sache, Freunde, und das ist jetzt wirklich so, ich werde es an jedem Panzer, an jedem meinem Panzer machen. Ihr seht, bei mir T34 hat automatischen Feuerlöscher. Stellt euch den automatischen Feuerlöscher. Ja, ich weiß, der kostet 20.000. Aber erstens, Freunde, ihr brennt nicht immer. Zweitens, dieser automatische Feuerlöscher bietet euch Schuss plus 10. Und drittens, Freunde, bevor ihr mit Handfeuerlöscher den Knopf da findet, zum Beispiel bei mir war es so, dass ich auf 6 gestellt habe, den Feuerlöscher, bis ich auf 6 gedrückt habe, war meine Leben fast um die Hälfte reduziert. Und Handfeuerlöschen seid ihr nicht so schnell wie mit automatischen Feuerlöscher, denn automatischen Feuerlöscher geht viel schneller, das Feuer zu löschen. Und natürlich wird euch die Struktur nicht so viel abgezogen. Da wird, denke ich, ein kleines Prozent nur abgezogen. Und wie gesagt, ihr brennt ja nicht immer. Ja, aber wie gesagt, lieber ihm zu fahren, als diesen ganzen Pudding, Tee, Kaffee, was weiß ich was nicht alles. Ich stelle lieber diesen drei Sachen, die nötigsten drei Sachen. Ja, also zum Wiederbelebung, weil ich brauche mal diese kleine erste Hilfekasten und kleine Ersatzteilkiste. Das braucht man immer. Und Feuerlöscher, jetzt aber automatischen Feuerlöscher, das ist supi. Das löscht euer Feuer automatisch und fertig. Plus 10 zum Brandschutz, Freunde, das ist einfach nur geil. Ich weiß, der kostet. Aber lieber so als anders. Wie gesagt, ich werde so machen, dass jetzt jeder mein Panzer diesen Handfeuerlöscher bekommt. Außerdem, es gibt sogar Aufgaben, wo ihr ab und zu mal diesen automatischen Handfeuerlöscher geschenkt bekommt, Freunde. Geschenkt. Und deswegen rate ich euch lieber diesem automatischen als Handfeuerlöscher. Da lebt ihr länger und da könnt ihr länger Spaß haben an dem Spiel. Jetzt zu der dritten Sache, Freunde, und dazu habe ich Folgendes zu sagen. Freunde, was ist, wenn ich euch einen kleinen Vorschlag habe? Beziehungsweise ich habe was herausgefunden, leider nicht ich alleine, sondern ich habe da ein Gespräch gehabt und der hat mir auf eine Idee gebracht. Ja? Geld verdienen. Wie kann man Geld verdienen? Geld sparen. Natürlich sagt ihr Prem und Prem-Fahrzeuge. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, Geld zu sparen und Geld zu verdienen. Ich erkläre es. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt, oh, ich weiß nicht, also wir nehmen mal den hier. Ja, also das ist jetzt mein neuer Jagdpanzer, von dem habt ihr noch nicht den Match gesehen, der kommt. Wir nehmen mal den. Ja, wir werden ihm jetzt forschen. Forschen, 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 alles erforschen. Dann gehen wir auf AMX AC 48, ja? Freunde, bevor ihr den verkauft, ja? Bevor ihr diesen Panzer verkauft, tut Folgendes. Ja? Ihr stellt euch die erste Gun bei dem ein und verkauft dann. Denn die letzte Gun bleibt bei euch dann im Lager. Und die letzte Gun ist auf dem nächsten, die vorletzte Gun. Das bedeutet, ihr braucht nicht mehr 34, 127, sogar 550 Silbringe zu zahlen, sondern er bleibt einfach bei euch im Lager. Wir können ihn dann
ruhig benutzen. Den Tank habt ihr verkauft. Denn wenn ihr mit Top Gun die Tanks verkaufen, so, dann verkaufen wir um die Hälfte billiger die Gun mit. Dann müssen wir wieder den vollen Preis zahlen, um hier die Gun zu kaufen. Deswegen, Freunde, wenn ihr zum Beispiel, ja, sagt, okay, ich habe jetzt die Kanone, ich brauche die nicht. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Seht ihr selbst, ich verkaufe immer die Sachen. Dabei ist es wichtig, dass ihr die erste Gun, wer hat, nie verkauft. Einfach die letzte auslernen, das könnt ihr dann hier verkaufen. Die letzte auslernen und dann, wenn ihr hier, also diesen Tank habt, einfach die erste Gun draufschrauben und die letzte bleibt bei euch im Lager. So spart ihr euch Geld und ja, so könnt ihr dann gleich die zweite Gun von dem hier reinschrauben. Das ist eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Zum Beispiel, Freunde, ich habe jetzt wirklich 1 Million. Ich könnte jetzt sagen, ja, okay, ich gehe auf Japan an. Denn ich habe hier 900, muss ich nur zahlen. Und ja, dann habe ich den Tier-6er. Nö, ich warte lieber. Bis er irgendwie um die Hälfte billiger ist, dann kaufe ich ihn. Das ist auch eine Möglichkeit, den Geld zu sparen. Einfach nur warten. Denn die werden billiger. Ja, also die werden auf jeden Fall billiger. Oder hier bei den Briten. Ich habe jetzt knapp schon, fehlt mir nur noch 200, ja. Und dann habe ich diesen Tier 7er, AT7 Jagdpanzer. Aber ich warte lieber, bis er wieder ein bisschen billiger ist, spare so Geld und meine Nerven. So könnt ihr auch zum Beispiel sparsam spielen und Geld sammeln. Dann gibt's zum Beispiel, findet selbst für sich heraus, mit welchem Panzer ihr so gerne spielt und gut spielt, könnt ihr dann mit dem sich Geld verdienen. Zum Beispiel mit KV-1S habe ich früher Geld verdient. Ich hatte keinen Premtanks, wenn ihr keinen Premtanks besitzt. Dann gibt's ab und zu mal Geschenk-Premtanks. Die rate ich euch zu behalten. Egal ob die T1er, T2er, T3er, T4er sind. Denn mit denen kann man auch gut Geld fahren. Und wieso nicht? Also 20, 30.000 sind 20, 30.000. Ja, also deswegen behalt diesen Tanks. Verkauft sie nicht. Dann noch ein kleiner, zum Schluss noch ein kleiner Vorschlag, beziehungsweise noch einen kleinen Tipp von mir. Es gibt Tanks, die wert sind, 2 Reparaturteile zu machen. Zum Beispiel einen kleinen Reparatur und einen größeren. So wie Jagdpanzer. Ja, wenn ihr einmal Kettensabon bekommt, repariert es schnell und dann könnt ihr vielleicht nochmal die Kettensabon bekommen, nochmal reparieren. Da müsst ihr aber aufpassen, weil da müsst ihr euch entscheiden, welche von den Zweier, entweder Erste Hilfe oder Handfeuerlöscher, wobei das braucht man beides. Aber es gibt halt wirklich Tanks, wo man sowas machen könnte, wenn man überlegt. So, jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. So weit von dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.